Das Brückenfest. Auch im Jahr 2017 findet an der Emscher Straße das hauptsächlich bei den Kindern, aber auch bei der erwachsenen Bevölkerung beliebte Brückenfest statt. An der Fußgängerbrücke über die A42 wird gespielt, geklönt, informiert und beraten. In diesem Jahr steht das vom Förderwerk Bickern unser Fritz ausgerichtete Fest unter dem Motto Demokratie leben. Die Beweggründe zu diesem Fest und warum das Fest Brückenfest heißt, wird uns jetzt der Bezirksbürgermeister von Wanne, Ulrich Koch, erläutern. Thomas Schäfer, der Vorsitzende des Förderwerks Bickern unser Fritz, kann uns dann einiges über Motto und Ablauf des Festes erzählen. In dem Falle schlagen zwei Herzen bei mir. Einmal als Bezirksbürgermeister von Wanne für diesen Bereich. Und zum anderen bin ich auch Mitglied im Förderwerk. Und da haben wir uns gedacht, eben durch die Trennung der Autobahn ist Bickern und unser Fritz getrennt worden. Und deshalb sagen wir Brückenfest. Hier soll eine Gemeinsamkeit wieder entstehen, dass man miteinander feiert und auch aufeinander zugeht. Ja, also das Brückenfest wird dieses Jahr gefördert durch Demokratie leben. Das ist ein Bundesprogramm, was das Zusammenleben verschiedener Kulturen fördern möchte, Fremdenfeindlichkeit entgegenwirken möchte, und das ist hier für uns auch ein Thema. Organisationen sind hier einige beteiligt. Wir haben heute hier dabei die evangelische Jugend, also das HOT, SDJ die Falken, mit dem Papalapap sind hier, es ist das Team vom Jugendzentrum Pluto hier, die Koordinierungsstelle vom Demokratie leben hier in Wanne hat einen Informationsstand, der Fußballverein ASC Leone hat für uns den Grill angeworfen und Fetinaspor ist hier mit einer Torwand unterwegs. Die Bevölkerung ist dahingehend, dass er in erster Linie, wie man auch in der Zusammensetzung sieht, dass in erster Linie für die Kinder gedacht ist. Wir haben hier 37 Nationen hier im Bereich. Wir haben hier einen Schwerpunkt auch hier vorne, die Hochhäuser. Also mit den ganzen Nationen, dass sie miteinander auch ins Gespräch und auch ins Spiel kommen und miteinander sich auch kennenlernen. Das Wetter ist immer so eine entscheidende Geschichte, aber in den vergangenen Jahren, auch ich denke in diesem Jahr, dürfen wir so zwischen 200 und 400 Besucher, die über den Tag verteilt hier vorbeikommen, begrüßen. Das hängt immer sehr stark vom Wetter ab. Klar, wenn es regnet, spielt und trinkt und isst es sich draußen nicht so gut. Aber ich hoffe, das Wetter bleibt uns gewogen. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Und ich gehe davon aus, dass heute noch eine ganze Reihe Leute hier bei uns vorbeischauen. Natürlich ist auch Demokratie leben mit einem Infostand vertreten. Welche Infos und Diskussionsthemen hier bereitgehalten werden, wird Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt Frau Nuray Atesh Ünal erklären. Ja, also Demokratie leben ist wie vielen bekannt ein Bundesprogramm, was wir hier in Wanne, Bickern, unser Fritz gefördert bekommen haben. Und das bedeutet für uns, dass wir mit diesem Projekt auch die Vision haben, dass wir die zivile Gesellschaft so aktivieren können, sich für Demokratie und Vielfalt einzusetzen. Und das Brückenfest ist ja so gesehen eine Plattform, bei der wir diese Vielfalt sowohl haben als auch nutzen können, um die Menschen zu motivieren, unabhängig von ihrer ethnischen und nationalen und religiösen Hinterkünfte zusammenzubringen und zu sagen, okay, hier können wir gemeinsam leben, hier können wir gemeinsam etwas gestalten und uns auch wertschätzen, akzeptieren und tolerieren lernen. Dementsprechend sind wir heute mit dem Stand vertreten und möchten die Informationen weitergeben und ganz viele Einzelpersonen, freie Träger und engagierte Zivilgesellschaft auch nochmal dazu motivieren, beraten und begleiten, sich nochmal aktiv dafür einzusetzen und die thematische Vielfalt, die unter Demokratie gefasst wird, also Menschenrechte, sei es Themen um Gewalt, sei es Themen um Homophobie, Transphobie, auch nochmal über einzelne Projekte bearbeiten zu können. Alles in allem ist auch das diesjährige Brückenfest wieder ein voller Erfolg. Die Kinder haben jede Menge Spielmöglichkeiten. Die Erwachsenen haben Gelegenheit, sich zu informieren und auszutauschen. Eine gute Idee setzt sich durch und wird der Bevölkerung in Bickern und unser Fritz hoffentlich noch lange erhalten bleiben.